Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Chris. Hallo, servus. Ja, geht's dir gut mit deinem Corona? Na, ich bin ja Gott sei Dank verschont geblieben. Wie geht's deinem Corona? Ja, meinem Nicht-Corona geht's auch ganz gut. Ja, wir haben ja wieder Filme geschaut gehabt in unserer selbstgewählten Heimquarantäne und hatten auch eine Sneak Preview, die auch die Innenstadtkinos Stuttgart mit unterstützt haben, quasi. Ne? Ja. Und wir haben ja auch diesen Link genutzt, wo dann den Kinos ein bisschen was zugutekommt in dieser schweren Zeit, die die jetzt teilweise durchmachen. Das war der Film Alles außergewöhnlich. Und stell ihn doch mal kurz vor, worum ging es denn da? Ich stelle ihn sehr gerne vor. Also in den Hauptrollen sehen wir in diesem Film Vincent Cassel und Reda Kadeb als Bruno und Malik. Und die beiden arbeiten schon seit Ewigkeiten, also ich glaube seit ungefähr 20 Jahren oder sowas, als Erzieher und Lehrer mit autistischen Jugendlichen zusammen. Und das Ganze findet immer auch aus so in Brennpunkten einer Stadt statt, oder der Stadt, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt war es. Es spielt in Saint-Denis, glaube ich, also vor Ort von Paris. Ne? Ja, ich hab nämlich noch mal kurz überlegt, war mir jetzt nicht ganz sicher. Und mit denen arbeiten sie also zusammen und ja, der Alltag dementsprechend ist nicht wirklich ein gewöhnliches, ich gehe zur Arbeit und gucke, dass ich die da irgendwie betreue, sondern es ist natürlich Arbeiten mit Menschen, Arbeiten mit Menschen mit Einschränkungen, und deswegen haben die da, es ist ja jeder Tag nochmal ein Stück anders. Auf jeden Fall betreuen die auch noch eine Jugendgruppe, so eine Aussteigergruppe, oder lernen die quasi ein im Umgang, im Zusammenleben mit eben diesen besonderen Menschen. Und wir lernen relativ gleich zu Beginn schon also Bruno kennen, der einen seiner Schützlinge beruhigen muss. Und das ist der Joseph? Ach, ich weiß gar nicht mehr. Joseph müsste es gewesen sein. Doch, war Joseph, von Benjamin Lesieur gespielt. Und kriegt von ihm ständig die Frage, ja, welche Farben haben deine Socken? Darf ich meine Mama schlagen? Darf ich das machen? Und den hat er untergebracht in der Firma zum Arbeiten für so kleine Sachen. Problem ist allerdings, dass Joseph sich in eine Angestellte dort verliebt. Brigitte, und oder? Das war alles so ein bisschen, ja, ist alles dann so ein bisschen verworren, wenn man dann auch noch denkt, dass Werbevideos von Waschmaschinen ihn beruhigen. Und dann, ja, man erkennt einfach, okay, da geht was vor, das ist alles so von der von uns wahrgenommenen Wahrnehmung nicht ganz so richtig. Und naja, es ist relativ anstrengend, aber sehr, sehr viel Geduld, die Bruno und Malik damit sich aufbringen. Und Malik ist auch hauptverantwortlich eben für die anderen, die Nachwuchskräfte, und da gibt es noch den jungen Valentin. Der wird gespielt von Marco Locatelli. Der hat einen Helm auf, die ganze Zeit so einen Kopfschutz, wie man vom Boxen das auch kennt, weil er sich ständig schlägt, weil er sich selber auf den Kopf haut, und ist halt ein absoluter Härtefall. Und ja, sie nehmen sich dem an, und der wird anvertraut einem Dunin, Brian Mialum Dama heißt der noch ein bisschen unbeholfen ist und überhaupt nicht so richtig Bock auf das Ganze hat, aber sich trotzdem den jungen Mann da annimmt, also den Valentin, und den dann betreut und da auch tatsächlich auch so eine Bindung zu dem aufbauen kann, was in dem Film, wie ich finde, super schön dargestellt ist auch. Und wie es eben bei so gemeinnützigen Organisationen ganz arg oft ist, die brutal den Fokus auf die Menschen legen und da auf die Hilfe und auf die Unterstützung, leidet etwas das Finanzielle, und auch die Behörden werden darauf aufmerksam, und so entspinnt sich eben im Hintergrund diese Situation, dass die Eltern von den autistischen Kindern befragt werden, so was denn die da machen und warum sie die Leute hin oder ihre Kinder in eine Einrichtung schicken, wo kein geschultes Pflegepersonal arbeitet und auch keine ausgebildeten
ja, Physiotherapeuten, weil die machen auch Sport mit denen, also machen auch Übungen und gehen Schlittschuh fahren, turnen, machen ein Tanzprogramm und alles. Und da das halt herauszufinden, warum die das machen und wie und was, da ist die Behörde so ein bisschen dahinterher und steigt denen da auf die Füße. Kurzum, es ist wirklich ein Kampf für Bruno und Malik auf ganz arg vielen Ebenen, weil die komplett in ihrer Arbeit auch aufgehen, aber halt dieses Ganze nebenbei auch noch irgendwie managen müssen. Also dieses neben dem sozialen Engagement auch noch einfach diese Wirtschaftlichkeit, dann diese Ausbildung von den Jugendlichen, die irgendwie im Griff zu haben. Und alles treibt sich so ein bisschen auf die Spitze bis an den einen Abend, wo Valentin aus der Klinik oder aus dem Hotel ausbüxt. Und ja, das ist ein bisschen spannend mit, wie ich fand, einer sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen lustigen, aber einer bisschen skurrilen Art, wie man dann Valentin wieder einfängt. Insgesamt fand ich den Film also nicht bedrückend, wie er vielleicht klingt von seiner Art her und von seinem Thema her, sondern einfach sehr herzlich. Ich fand den wirklich schön umgesetzt, schön inszeniert, wenn man noch dran denkt, dass das Ganze ja auf einer wahren Geschichte auch wieder beruht. Es ist schon so, eine Hausnummer. Es ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, da muss man aus Rührung Rotz und Wasser heulen, sondern es ist einfach ein Film, der zeigt, okay, es gibt diese Arbeitenden, die eben auch in den sozialen Brennpunkten einfach rein müssen und da, weil es da eben auch ganz arg viele so Familien gibt mit Kindern, die Unterstützung brauchen. Und das finde ich extrem gut umgesetzt. So zwischendurch mal, ja, ich will nicht sagen, verliert der Film sich komplett, sondern es ist mehr so ein, ja, auch kein Hänger. Es ist irgendwie so ein, zwischendurch so ein bisschen ein komisches Gefühl. Trotz alledem finde ich, dass da wirklich viel Herz drin steckt und dass die auch, glaube ich, richtig Bock hatten, das umzusetzen und das auch schön umzusetzen. Also es ist nicht plump, es ist nicht doof, es ist auch nicht unbedingt auf super duper witzig gemacht oder sowas, was auch absolut unangebracht wäre, sondern es zeigt, denke ich, in ganz arg vielen Bereichen, wie Menschen, gerade auch Jugendliche oder Kinder, da noch Unterstützung brauchen, dass die Eltern teilweise einfach nicht leisten können. Und das fand ich super gelungen, was da eingesetzt wurde. Wie siehst du das, Erik? Bei dem Film kommen ja mehrere Sachen zusammen. Zum einen ist ja Saint-Denis eh so ein Brennpunkt. Da sind ja auch zum Beispiel diese großen Krawalle, die es mal in Paris gab, haben ja dort ihren Ursprung gehabt. Und da sind halt wirklich sehr viele Jugendliche, die ja wenig Chancen auf irgendwas haben. Mittlerweile ist es auch ein bisschen gentrifiziert, das Viertel. Wir waren ja jetzt letztes Jahr erst in Saint-Denis, weil das ein guter Startpunkt ist für Reisen nach Paris, weil das ist wirklich top angebunden mit der Metro. Ne? Da musst du kein Hotel in Paris nehmen, was wahnsinnig teuer ist, weil da alle Touris hinwollen, sondern dann nimmst du eins in Saint-Denis, kannst sogar gegenüber vom Stade de France ein richtig geiles Hotel haben für einen Bruchteil des Preises, was dasselbe in Paris kosten würde, und bist aber irgendwie in 10, 15 Minuten mit der Metro drin in Paris. Deswegen, und wir sind da auch mal unterwegs gewesen und ich kannte Saint-Denis, ich war da in den 90ern, hatten wir da mal einen Austausch gehabt, und boah, das ist ja ein wahnsinniger Unterschied mittlerweile. Also du hast dich ja damals nicht getraut, in manche Gegenden reinzugehen. Aber jetzt ist ja eigentlich alles top. Also richtig schöne Läden, kannst flanieren und so. Ja, und hier in dem Film wird das halt noch dargestellt. Es ist so wirklich, wie es vor ein paar Jahren halt war. Viele perspektivlose Jugendliche. Und da ist diese eine gemeinnützige Gesellschaft, wo der eine der Chef ist, der denen quasi irgendwie so einen Lebensplan geben will und mit denen zusammen eine Ausbildung machen will und da wirklich auch damit zu kämpfen hat, die zu motivieren, dass er da auch hinkommt, dass sie pünktlich sind. Und die haben dann auch die Möglichkeit, in dieser gemeinnützigen Organisation von dem anderen als Pfleger eben auch tätig zu werden. Und die arbeiten so ein bisschen zusammen. Und da kommen halt so viele Sachen zusammen. Wir erfahren halt auch viel über das gesetzliche System in Frankreich, wie das zu dem Zeitpunkt war, wobei ich glaube, bei uns wird es nicht viel anders sein, dass gerade ja die Fälle, die irgendwo nicht unterkommen in irgendwelchen Einrichtungen, dass da es die Eltern halt wirklich schwer haben, mit den Kindern irgendwie klarzukommen, und das wird im Film halt auch
mehrfach genannt. Also solange wie das Kind noch klein ist, mag ja alles noch irgendwie halbwegs gehen. Aber wenn dann das Kind dann irgendwie erwachsen ist und vielleicht die Eltern langsam nicht mehr so können, ja, was ist dann mit den Behinderten, ja, wer kümmert sich dann? Und das werden so viele Lücken aufgezeigt. Ich glaube, das war den Machern des Films auch sehr wichtig, das mal so darzustellen, auch mal die Lücken anzusprechen. Dann kommen ja diese staatlichen Kontrolleure, die da einfach mal ihren Finger da drauflegen wollen, um zu sehen, sag mal, die Einrichtung hier, die ist hier völlig ohne Legitimation, ja, kümmert sich da und fasst aber irgendwie Geld ab, obwohl es nie offiziell gibt, ja, wir gucken doch mal, vielleicht können wir da ein bisschen was sparen, indem wir die Einrichtung schließen oder so, und stellen dann aber auch irgendwie fest, ja, nee, wir können es eigentlich nicht machen, also das hat eigentlich schon seine Daseinsberechtigung, eigentlich sollte das noch viel mehr unterstützt werden, solche Einrichtungen. Und genau, also, und dann halt diese andere Geschichte, ja, man merkt halt, dass die Macher vorher dieses ziemlich beste Freunde gemacht hatten, ne? Da ist halt dann auch so eine Stelle, wo der eine sich dann eben hier mit dem Behinderten da ein bisschen anfreundet und da irgendwie einen Zugang findet und so. Das hatte schon ein paar Parallelen. War aber jetzt bei Weitem jetzt nicht so witzig wie ziemlich beste Freunde. Der war ja teilweise wirklich ziemlicher Schenkelklopfer-Humor drin. Obwohl das teilweise auch so Sachen waren wie, darf man da eigentlich drüber lachen? und hier war es halt doch ein eher wichtigeres Thema. Und da sind ein paar amüsante Szenen, nenne ich es mal, drin. Aber halt auch eher so, ja, wichtige Szenen, wo man sagt, okay, das, ja, war jetzt sehr dramatisch und gut dargestellt. Ich fand es sehr, sehr gut, den Film. Hätte ich nicht gedacht. Also hatte, wie gesagt, das zwischendrin so ein bisschen ein Hänger, wo so verschiedene Storylinien, wobei verschiedenen Storylinien so ein bisschen die Luft ausgeht, wo man nicht genau weiß, wohin will der Film jetzt eigentlich. Geht es jetzt um den einen, der sich da jetzt um diesen Schwerstbehinderten kümmert? Oder geht es jetzt um die Kontrollen, die machen? Oder geht es um die Einrichtung an sich und so? Und, ja. Ich bin ja noch froh und dankbar, dass es dann nicht plötzlich eine Liebesgeschichte noch wurde. Das war eine süße Szene, fand ich. Ja, das fand ich echt süß. Aber ich fand es dann aber auch super, dass man es dabei belassen hat. Ja. Und das nicht noch irgendwie zu Tode geritten hat. Ah, das war eine extrem tolle Szene. Ich fand die echt gut gemacht. Also ich hätte die so nicht erwartet. Außer Frage. Ja, Saint-Denis, das ist schon, also mittlerweile, wie gesagt, ist es wahrscheinlich bei weitem nicht mehr so prekär, die Lage dort, wie es damals auch war. Und wir hatten auch mal eine Austauschgruppe aus Saint-Denis mit, sag mal, also nicht keine behinderten Jugendlichen, aber Jugendlichen, die aus dem Milieu kamen, hatten wir damals in Gera gehabt. Ich war ja in der Deutsch-Französischen Gesellschaft und die haben dann mal so eine Reise bekommen, um überhaupt mal rauszukommen aus ihrem Sumpf da, und die waren damals halt, wir waren Partnerstadt Gera, Partnerstadt von Saint-Denis, und die sind halt dann bei uns gewesen und haben da so Führung gekriegt und alles mögliche, haben so gezeigt bekommen, wie es bei uns so ist mit Schulen und so weiter. Wir waren dann abends noch mit denen in der Disco, da haben sie ordentlich abgefeiert. Ich glaube, das hat denen oft ganz gut getan, da mal rauszukommen, und ja, ist echt ganz schwierig da in dem Banlieue. Aber mittlerweile hat sich das gut entwickelt. Toi, 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 dass es so bleibt. Ja. Also Saint-Denis kann ich echt empfehlen. Also das ist nicht so wie hier in dem Film. Eine echt schöne Innenstadt mit super lecker Pizza gegessen. Und dann sind auch viele, dann ist auch halt so viel, ja, was man jetzt hier im Film schon sieht, wirklich viele verschiedene Nationalitäten. Da gibt es halt auch so viele kleine Imbisse und Restaurants und so von, was weiß ich, libanesisch und sonst was. Da kann man echt durchschlemmen. Also da ist richtig so ein Foodspot geworden da vor den Toren von Paris. Kann ich empfehlen. Den Film kann ich auch empfehlen. Ja, definitiv. Also kinoondemand.com könnt ihr den gucken. Alles außergewöhnlich. Ist ein bisschen verwirrend, weil es gab vor ein paar Jahren einen Titel, der hieß Joy, alles außergewöhnlich. Also darf man nicht durcheinander bringen. Der hier heißt im Original, ich glaube, Or Norm oder so. Außerhalb jeglicher Norm, glaube ich. Also nicht durcheinander bringen. Vielleicht nicht, dass er einen falschen guckt. Der andere war, glaube ich, mit irgendeiner Frau oder so. Und okay. Ja, hier alles außergewöhnlich von den Machern von Ziemlich beste Freunde. Aber von mir, was habe ich hier? 8 Punkte, ja, genau, passt. Ja, ich habe ihm 7,5 gegeben. Ja. Aber sehr ordentliches 7,5. Also in der Gruppe sind es dann 8. Okay.
Wie sieht's denn aus mit der Sneak Preview für die nächste Woche? Für die nächste Sneak Preview haben wir ja leider keine. Für die nächste Halb-Sneak. Der Tipp lautet Stealth Mode. Ja, Stealth Boy. Da hat jemand als Stealth Boy benutzt. Nein, wir haben uns nochmal umgeschaut so ein bisschen und wir haben uns dafür entschieden für den Film, der auch gerade erst noch kurz in den Kinos anlief und jetzt schon auch on demand verfügbar ist, für Der Unsichtbare, im Original The Invisible Man. Aber das finde ich okay, diesmal die Übersetzung. Also das muss ich sagen, das ist ja okay. Relativ nah dran, ja, würde ich sagen. Ja, das ist super nah dran. Das ist meine, also ich hätte eher gerechnet mit Der Unsichtbare Mann. Das wäre das wäre noch so ein Knaller gewesen. Mit Elizabeth Moss und Oliver Jackson Cohen. Mal gespannt, was uns da erwartet. Ist auch so ein Film, den hat sich Kate gewünscht zu sehen. Also deswegen, ja. Ist, glaube ich, ein Blumhaus, ne? Ist auch ein Blumhaus, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ja, müsste Blumhaus sein. Ja. Naja, da hatte ich ja letztens schon das mit der Insel. Das war ja ganz cool irgendwie. Bin gespannt, was dann hier kommt. Das wird Horror, Mystery, Sci-Fi. Oh, na da. Also startet wohl am 27. Februar. Deswegen, ja, ist es ganz gut, wenn wir den mal reinnehmen. Deswegen, liebe Hörer, könnt ihr auch gerne als Hausaufgabe mitnutzen, auch mitschauen bis nächste Woche und dann könnt ihr gleich hören, ob wir das ähnlich gesehen haben oder ansonsten ran an die Tasten und Kommentare schreiben. Ebenso zu Alles Außergewöhnlich, also wir sind da gespannt auf eure Kommentare, den gibt es ja jetzt schon eine Weile, der ist ja in Deutschland, lief der ja offiziell im Kino im Dezember 2019 ist der gestartet und ich weiß, den hatten auch manche sogar in der Sneak Preview gehabt, also ich habe aber nicht mehr genau in Erinnerung, was da so der Tenor war. Also wenn ihr da noch Erinnerungen an den Film habt, dann könnt ihr gerne mal eine Nachricht da lassen als Kommentar. Und wir schauen mal in die restlichen Filme. Heimkino. Ich habe noch zwei Filme geschaut. Der eine Film, den gibt's auf Amazon Prime, weil wir wollen wahrscheinlich als eine der folgenden Sneak Previews auch einen ähnlichen Film nehmen. Und deswegen bin ich irgendwie auf den gekommen, der heißt Spielmacher. Und in der Hauptrolle ist Frederik Lau zu sehen und Antje Traue, der folge ich ja auf Instagram. Und die hatte nämlich auch darauf hingewiesen, so hey, den gibt's da jetzt übrigens so, genau. Und ja, es geht im weitesten Sinne um ja, Sportwettenbetrug. Und Frederik Lau kommt aus dem Knast. Ist ein vorbestrafter Ex-Fußballer, der wohl mal ein ziemliches Talent gehabt hatte, aber dann dadurch, dass er eben weg war im Knast, nicht mehr so gut zur Rande kommt. Und er kommt halt raus, das sehen wir ganz am Anfang. Eine seiner ersten Amtshandlungen ist, er geht in so eine Wettstube und wettet auf, wettet das einzige, letzte Geld, was er noch hat, wettet er auf was und gewinnt dann auch, um da irgendwie wieder einen Start zu haben in sein Leben. Und er wird dann angesprochen von einem Typen, den wir auch, warte mal, hier, wie hieß er? Oh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ah, okay. Also da gibt es diesen Inhaber von diesem Wettbüro, der spricht ihn dann an und sagt, hier, sag mal, machst du das immer so Zufallswetten, so kurz vor Ende? Und also ja, er kennt sich halt ein bisschen aus da mit Fußball und er führt ihn dann so ein bisschen ein, macht mit ihm auch so eine Wette noch und er führt ihn dann so ein bisschen ein in seine ganzen Geschäfte, so peu à peu, dass er eben, dass irgendwie in China sehr, sehr viel gewettet wird auf diverse Fußballspiele und da sind speziell die unteren Ligen im Visier, weil da nicht die großen, in den großen Ligen, in den oberen Ligen, ist halt so, dass da sehr viel kontrolliert wird und dass da sehr Unregelmäßigkeiten relativ schnell auffallen. Deswegen nimmt man sich da eher so die unteren Ligen vor und wettet da wahnsinnige Summen drauf und die brauchen halt jemanden vor Ort, der dann eben so Spiele, auf gut Deutsch gesagt, verschiebt. Das heißt, irgendwie den Schiedsrichter mit ins Boot holen oder irgendwelche Spieler, die sich dann irgendwie rote Karten geben lassen oder irgendwie absichtlich daneben schießen. Und das ist halt den ihr Auftrag in dieser, also das soll so eine kroatische Bande sein, die das macht und Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Vorfällen rein zufällig, würde ich sagen. Ja, und so rutscht halt Frederik Lau halt in dieses blöde System dann mit rein und kommt da auch nicht mehr so richtig raus und muss dann auch seine ehemaligen Kontakte, die er hat, mit aktivieren, wo auch Freunde dabei sind oder auch junge Leute, die angefangen haben mit Spielen, da noch große Ambitionen haben, muss er versuchen, da in dieses kriminelle Geschäft mit reinzuholen. Das Ganze fand ich
echt gut gemacht. Also es war gut gespielt, war sehr, sehr spannend auch, wie es jetzt so weitergeht, wie es ausgeht. Und auch sehr brutal teilweise. Also die Wettmafia, die macht da keine Gefangenen. Ne? Also das wird auch gleich am Anfang deutlich, wo dann jemand raus will, wo der nicht mehr sich bestechen lassen will. Ja, da kennen die nichts. Ne? Und das wird auch alles in aller Deutlichkeit gezeigt, was da gemacht wird. Und das fand ich schon für einen deutschen Film sehr, sehr hart, was da gezeigt wurde. Und ich kann den Film echt empfehlen. Also wer auch so ein bisschen ja Fußball sich so ein bisschen auskennt und so, wie das so läuft, wie so Spiele liegen und so weiter laufen. Und dann sieht man natürlich auch einige Spielszenen und es ist ein echt ein interessanter Film. Es gab ja dann vor ein paar Jahren mal diesen Wettskandal hier in Deutschland. Deswegen, ich weiß nicht, ob es jetzt eine genaue oder ob das sich daran orientiert, was davon jetzt in echt so passiert ist oder nicht. Aber ich fand es sehr, sehr gut dargestellt und gut gespielt. Frederik Lau hat ja einen neuen Film bei Amazon Prime am Laufen, der heißt ja Betonrausch. Da überlegen wir ja, ach nee, bei Netflix hat er den, ne? Netflix ja, ist der, ja. Da überlegen wir ja, ob wir den mal mit als Sneak Preview nehmen. Deswegen, wo Spielmacher. Spoiler! Wir überlegen das ja. Deswegen, Spoiler! Als jetzt Spielmacher bei Amazon Prime bei mir aufgepoppt ist, habe ich gedacht, ach, da, den wolltest du doch eh mal gucken. Und ich kann den auch empfehlen, ich gebe dem auch 8 Punkte. Hat mir echt gut gefallen. Dadurch, dass der ja im Prime-Paket verfügbar ist. Wer ihn noch nicht kennt, kann da mal reinschauen. Da habe ich noch einen Film geschaut, den habe ich schon seit längerer Zeit auf Blu-ray gehabt. Die ist aber irgendwie so ein bisschen in meinem Regal hier nach hinten gerutscht gewesen. Und den habe ich mal geschenkt bekommen. Ich glaube, von Fortsetzung folgt, im Wichtelpaket oder so war das drin. Der Film heißt W, ist von Oliver Stone, der ja solche Sachen gemacht hat wie Natural Born Killers oder Platoon oder so. Die Hauptrolle spielt Thanos, Josh Brolin, der spielt George W. Bush. Aber den, ja. Also nicht den Senior, sondern den Junior, ne? Der hieß auch George, genau. Und Elizabeth Banks spielt noch mit. Und es ist halt mehr oder weniger die, ja, man, ich weiß gar nicht, in was so die Echtzeit von dem Film ist, weil da wird so viel mit Rückblenden gearbeitet, wo man nicht genau weiß, ist es jetzt Rückblende oder ist das andere ein Ausblick auf die Zukunft oder so. Auf jeden Fall wird so ziemlich so das ganze Leben so ein bisschen beleuchtet von George W. Bush und wie er halt in so Studienzeit Frauen und Alkohol nicht abgeneigt war und wie er da seinen Vater sehr enttäuscht hatte, wie er dann später irgendwie durch Zufall eine politische Karriere eingeschlagen hat, wie er auf seinen Arbeitsstellen, die er hatte, nie so richtig durchschlagenden Erfolg hatte. Der hat da verschiedene Sachen gemacht und hat alles nicht so richtig funktioniert. Und dann ist er eben irgendwie durch Dusel da quasi ins politische Amt gekommen und hatte eigentlich eher das Glück, dass die um ihn rum, dass sie sich gut ausgekannt haben von verschiedenen Sachen. Ich hätte mir von Oliver Stone, von dem ich anderes gewöhnt bin, doch eher gewünscht, dass er hier wirklich den Finger mehr in die Wunde legt und einfach Sachen adressiert, die ja einfach kritischer mit dem ganzen Thema umgeht. Das hier ist mehr oder weniger, wenn das jetzt nicht ganz so pompös produziert gewesen wäre und ganz so teilweise actionreich gewesen wäre, so die Szenen, die dann im Krieg spielen und so, dann hätte ich gesagt, das hätte auch locker eine Discovery-Biografie sein können, die man da so sieht, oder auf ZDF-History oder sowas, so eine Nacherzählung. Ja, das war halt zu brav. Ja, man hat bestimmte Sachen gesehen und da gab es so bestimmte Situationen, wo die über ja, Entscheidungen getroffen haben. Es war halt zu wenig, ja, Finger in die Wunde. Aber gut gespielt, fand ich's. Ich kenne ja nun auch den Film Vice hier mit über den Vizepräsidenten, ja. Da spielt ja Sam Rockwell, spielt ja George W. Bush. Den fand ich als George W. Bush noch ein bisschen besser als hier Thanos. aber hat es auch sehr, sehr gut gespielt, fand ich. Also der ganze Habitus kam gut rüber. Und hier in dem Film wird halt auch ein bisschen ein Fokus mitgelegt auf die ganzen anderen, also Donald Rumsfeld und die Condoleezza Rice und wie sie alle heißen, wie da so bestimmte Entscheidungen getroffen wurden, ja, zum Beispiel, ja, der Irak hat Massenvernichtungswaffen, ja, wir wissen das ganz, ganz sicher und solche Geschichten, ja, wo das herkam und wer das reingebracht hatte und insgesamt ist ein Film, den man durchaus mal gucken kann, wenn man sich so geschichtlich für Amerika interessiert, allerdings von Oliver Stone bin ich Besseres gewöhnt gewesen.
und hätte ich mir auch durchaus bei so einem ja, kontroversen Thema wie George W. Bush, der Krieg angefangen hatte auf Basis von nichts, quasi gefälschten Beweisen, da hätte ich mir schon gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr Kritik reinkommt. Also war eigentlich fast keine Kritik drin, ja, deswegen überhaupt erstmal richtig Kritik reinkommt. Jo, deswegen gibt es dabei von mir 6 Punkte lediglich für W. War aber trotzdem keine verschenkte Zeit. Hast du noch irgendwas? Nee, wie gesagt, ich gucke ja viel Serie gerade. Okay. Wir haben jetzt endlich mal angefangen hier mit Haus des Geldes. Aber lassen wir es mal weg. Wenn ich es durch habe, dann können wir drüber reden. Können wir machen. Dann Haus des Geldes und Wastelanders. Kostet viel Zeit. Definitiv, ja. Wastelanders vor allem. Dann kommen wir zu den Musiktipps. Music. Ich habe so passend Music. Passend zu unserem Sneak-Film Alles Außergewöhnlich, der in Saint-Denis spielt, eine Truppe aus Saint-Denis, die heißt nämlich La Canaille, und da habe ich den Titel J'ai faim, und den kann man sich ruhig mal anhören. Also La Canaille ist so eine Mischung, die haben jetzt nicht so eine Richtung, die sie machen, das ist eher so alles Mögliche, die lassen sich von verschiedenen Sachen beeinflussen. Das hier ist eher so ein bisschen ja, Sprechgesang-lastig, und ja, aber kann man auf Spotify mal reinhören, die haben ein ganz buntes Bouquet. Ganz verschiedene Künstler, die da mitwirken. Und du? Ich habe von Bon Jovi Living on a Prayer. Hat das Weil ich finde, das sollte auf keiner solcher Playlisten fehlen. Und ich habe noch hin und her überlegt. Ich hatte noch einen anderen Bon Jovi-Song, den ich auch sehr, 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 sehr gerne mag. Das ist Wanted, Dead or Alive. Aber jetzt hat sich Living on a Prayer hat sich einfach durchgesetzt. Den habe ich bei mir auf meiner Lauf-Playlist. Habe ich den mit. Ja, siehst du. Der ist ganz gut. Der treibt ganz gut. Eben. Okay, dann sind wir also schon durch für heute. Das kurze Corona-Sneak-Häppchen. Schreibt kommt. Ich hätte noch ein Quiz für dich. Oder halt dieses, so. Dieses Ding. Ja, ja. Das ist ein Quiz, oder? Dann schieben wir den Quiz hier rein. Ach nee, das war Rätselecke. Oder das war ja Rätselecke, ne? Ja, war doch Rätselecke, war doch. Dann passt alles richtig. Ja. Rätselecke. Du hast ein Rätsel. Ich habe ein Rätsel und das ist auch wieder, wie war das? Ich nenne dir die Schauspieler und du musst rausfinden, welcher Film es ist. Ja, also sagen wir so, du gibst mir irgendwelche Hinweise, ich versuche rauszufinden, welcher Film es ist. So, machen wir es einfach so. Oder ach so, ich dachte, ich darf dir irgendwelche. Ja, du kannst Dinge Schauspieler, das sind ja auch Hinweise. Ja, okay, also erster. Ich darf aber Ja-Nein-Fragen stellen, ja? Ja, ja, genau. Okay. Erster Hinweis ist Elizabeth Banks. Ist der Film aus diesem Jahrtausend? Ja. Okay. Nee, noch ein Hinweis? Ja, ja. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Das sind auch sind Nebenrollen, ja? Also wir reden jetzt noch nicht von den Hauptrollen. Das sind Nebenrollen, ja. Okay. Elizabeth Banks, Bradley. Nee, mach mal weiter. Das ist Amy Poehler. Oder Poehler. Wo hat die mitgespielt? Das kann nur irgendein Klamauk, eine Komödie. Ist eine Komödie? wie sage ich das am besten? Ja. Ist aber ein Film. Ja, ist ein Film. Okay. Ja, ist okay. Es gilt mit als Komödie. Ja, es gilt als Komödie. Ja. Ja. ich weiß nicht, ob du den kennst, also ich kenne den, Joe Lou Truglio. Weiß nicht, ob der da was sagt. Der Name sagt mir was, aber ich... Der spielt auch bei Brooklyn Nine-Nine mit. Ah ja, ja, jetzt. Okay, wir ziehen noch mal ein bisschen an hier. Haben wir den mal besprochen im Kinocast? Nein. Nein. Du hast ja gesagt Jahrtausend, nicht Jahrzehnt. Ja, ja. Ja. Also ist okay. Es aus dem ersten Jahrzehnt, des, also zwischen 2000... Das habe ich auch nicht. Das hat, Moment. 2000 ja. Bis 2010, okay. Ja. Okay. Paul Rudd. Paul Rudd? Von dem habe ich eigentlich sehr, sehr viel gesehen. Paul
Paul Rudd. Bradley Cooper. Ein Film, der im Kino lief, ja? Also kein Direct-to-irgendwas hier oder so. Gehe davon aus, dass der im Kino lief, ja? Okay. Also, müsste jetzt gucken, aber ich glaube... Paul Rudd, also das muss ja dann irgendwas sein, was er Anfang des Jahrtausends gemacht hatte. Also, der hatte mal irgendwie eine Nebenrolle bei Jungfrau 40 männlich sucht, aber da war Bradley Cooper nicht dabei. Oder ist es dein Anchorman? Da hat er doch auch mitgespielt. Nein, das ist nicht The Legend of hier Ron Burgundy hier. Was übrigens auch ein genialer nicht. Film ist. Absolut, ja. Aber da war... Ich hätte dir noch Marguerite Moreau. Nee, sagt mir nichts. Sagt dir nichts, okay. David Hyde Pierce. Sagt mir gar nichts. Sagt dir gar nichts? Nee. David Hyde Pierce sagt dir... Sag mal, ein Regisseur von dem Werk. Oder ist das dann schon... Also, directed by David Wayne. Oder Wein. Da gab's mal diese Campingkomödie oder wie das hieß, wo da die Kids irgendwo hinfahren. Da war Paul Rudd dabei, aber da weiß ich nicht, ob Bradley Cooper dabei war. Da gab es da letztens so ein Netflix-Remake, wie hieß denn das? American Summer oder so. Ja, ganz nah dran, das heißt Wet Hot American Summer aus dem Jahr 2001. Da war Bradley Cooper dabei. Ja, da ist Bradley Cooper dabei. Greifst ja ganz tief in die Trickkiste hier. Echt? Ja, du wolltest es schwer haben, oder? Ja, das war sehr schwer. Also ich glaube, man muss das wenigstens zu zweit versuchen, also dass man zu zweit versucht zu erraten, weil da kann ja jemand anders noch eine andere Frage stellen irgendwie. Sonst hängt es zu sehr an einem selbst. Ah, jetzt kann ich hier mal reingucken. Ah, jetzt habe ich den Trailer hier. Ah, what? Ja. Okay, oh. Okay. kann man ja mal wieder gucken. Lange her. Da gab es, also hier gibt es noch Wet Hot American Summer 10 Jahre später, eine TV-Serie. Ja, genau, das war doch das irgendwie, was dieses Remake da. Ja. Und dann gab es noch Wet Hot American Summer First Day of Camp, auch eine TV-Serie. Also, pff. Super, super Stoff. So, Living on a Prayer ist mittlerweile auf der Playlist gelandet und das andere auch. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Knopf dran für heute. Ja. Liebe Hörer, bleibt gesund. Stay at home. Freitag ist Feiertag, könnt ihr alle zu Hause bleiben. Und dann hören wir uns am nächsten Wochenende dann wieder mit der nächsten Ausgabe. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.